Hey Leute, willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Und zwar habe ich alles verkauft. Und bell mich nicht die ganze Zeit an, wenn ich rede. Habe ich alles verkauft? Mein Inventar ist leer. Wert ist auch soweit leer. Und ja. Haben wir im Bar noch ein paar Punkte verteilt. Ja, das war es soweit. Und ein bisschen Geld haben wir jetzt. 1600 Groschen haben wir. Ist das nicht toll? Schatzkarte hat mir unterwegs noch einer angedreht. Weil Herr Ratzig hält sie hier auf dem Hof auf. Ich habe ihn in der Stadt gesucht und da habe ich geguckt, wo ist der Questmarker? Hier. Er hält sich tatsächlich hier auf. Da wäre vielleicht ein Fehler. Aber war keiner. Na gut, macht nichts. Wir haben gefunden, wonach wir suchen. Den Herrn Ratzig. Dann fragen wir ihn jetzt, was abgeht. Und dann gehen wir weiter. Gucken wir, was uns so als nächstes machen. Red mit mir. Ja, so. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Mein Herr, ich konnte eine Spur finden, die zu den Banditen führt. Ausgezeichnet. Bernhard berichtete mir bereits davon, aber ich möchte es aus deinem Munde hören. Alles oder nur das Wesentliche, Herr? Du entscheidest, was du für wichtig hältst. Rotschopf, einer der Stallburschen aus Neuhof, floh von dort und versteckte sich bei ein paar Köhlern. Ich muss sagen, von denen gibt es dort viele. Ich hätte nie gedacht, wie viele Öfen und Eisenschmieden sie beliefern müssen. Wohl wahr, aber bleib bei der Sache. Ja, Herr. Ihn zu finden war nicht leicht. Er hielt sich versteckt und das aus gutem Grund. Die Banditen wollten ihn töten, weil er einen von ihnen erkannt hatte. Erzählte er dir, was geschehen war? Er sagte, es war nicht eine Bande, sondern zwei. Die einen bekamen Angst, als das Gemetzel begann. Sie wollten wohl nur Beute machen und stritten mit den anderen Banditen. Sie gerieten im Wald aneinander und dabei wurde einer getötet. Der Rest verstreute sich. Konntest du herausfinden, wohin? Einer von ihnen ist aus Uschitze. Ich weiß genug über ihn, um ihn aufzuspüren. Gut, aber die Halsabschneider kennen ihn sicher auch. Wenn sie sich rächen oder ihn zum Schweigen bringen wollen, musst du ihn zuerst erreichen. Lass alles stehen und liegen und folge seiner Spur. Finde heraus, was er weiß und erstatte mir Bericht. Ich reite zu unserem Lager nach Merhoyet und kümmere mich um die Sicherheit der Region. Ja, Herr. Weshalb nach Merhoyet? Es liegt im Zentrum der Ereignisse, nicht wahr? Außerdem befindet sich dort ein weiteres Gestüt. Herr, glaubst du, sie werden das noch einmal tun? Das bezweifle ich. Alle sind jetzt in Alarmbereitschaft. Die abgelegenen Dörfer sind leichtere Ziele. Dort leben nur wenige Menschen, die auf ein großes Gebiet verstreut sind, und wir können nicht alle beschützen. Aber dort werden die Banditen kaum Silber vorfinden. Ein, zwei Groschen finden sich immer. Und etwas Essbares. Außerdem, wie viel Silber hat ihnen das Abschlachten der Pferde eingebracht? Wohl wahr. Sie hätten sie stehlen und verkaufen können. Das waren gute Tiere. Richtig. Es geht also nicht um Silber, sondern um etwas anderes. Aber um was? Um Angst. Sie wollen Angst schüren, damit niemand einen Mucks macht oder die Hand gegen sie erhebt, wenn sie kommen, um zu morden. Angst, die einen erstarren lässt. So wie ein Hase im Angesicht eines Habichts erstarrt. Unfähig, etwas gegen den drohenden Todesstoß zu unternehmen. Ich habe Neuigkeiten über die Untersuchung, Herr. Gut, sprich. Echt, hab ich? Die Spur führt nach Uschitze. Einer der Banditen kommt von dort. Sie nennen ihn den hinkenden Heinz. Verstehe. Was noch? Mehr konnte ich nicht herausfinden, Herr. Nun gut. Erstatte mir Bericht. Naja, wo, hinkender Heinz. Was ja auf einmal schon ein Name. Ich weiß gar nicht, woher. Okay, kann man hier Pferd kaufen? Bewohner? Dora. Der Mann schon beerdigt, ja? Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Wir haben das Geld bitter nötig. Hast du dich umgesehen? Heinrich, schön, dass du da bist. Noch nicht. Dann sieh dich in den Ställen um, damit du nicht... Okay. Ställen, können wir die Tiere also noch anschauen hier. Pferd ansehen. Mehr Geschwindigkeit, mehr Kapazität, mehr Mut und mehr Ausdauer. Mein Pferd ist Pebbles und das ist ein anderes Pferd.
Das sind alles sehr gute andere Pferde. Die sind alle besser, sogar noch schneller. Oh, ich will ja wissen, was sie kosten. 39. 116, 16, 350 Ausdauer. Boah, das ist ein Pferd. Und Vermögen. Das will ich haben. Aufsitzen und stehlen. Eins. Und die überhaupt dafür haben. Gott sei mit dir, Heinrich. Heinrich, schön, dass du da bist. Was sind die denn noch so? Reitsporn. Edle Hufeisen. Die Sättel schon so teuer sind, ne? Abracke, wieso kann ich die nicht kaufen? Kann ich schon. Well. Dacht Rosshufeisen. 1600. Nimm das. Oh. Naja, komm. Jetzt haben wir irgendwas ein Pferd kostet. Ich möchte ein Pferd kaufen. Das freut mich. Hast du dich um? Ja. Die besten. Hast du dich für eines? Oh Gott. Irgendwo ist Epona. Gott sei mit dir, Heinrich. Spielst du Flöte? Was? Nein. Warum willst du das wissen? Dann wirst du es nicht leicht haben mit ihr. Sie ist ein gutes Tier, aber sie hört nur auf den Klang einer Pfeife oder Flöte. 1080. Vielleicht ein anderes? Epona. Ich denke darüber nach. Okay, wir brauchen mehr Geld. Ja, ich spiele die Ocarina of Time. Ich habe ja Pebbles. Ist auch ein Pferd. Und so. Genau, ne, Kleiner. Ne? Wir haben jetzt was für dich gekauft hier. Wo immer das auch ist. Da. Satteltasche. Ausrüsten. Ah, guck mal. Hübsches Pferdchen, ja, das ganz hübsches Pferdchen jetzt. Wohin müssen wir jetzt? Ah ja. Nach Uschütze. Toll. Hier unten ist noch das Banditenlager, töte den Anführer. Aktivitäten. Nimmst den Reichen, gibt den Armen. Hier 50 Groschen. Ich würde sagen, ich gehe erst zum ehrbaren Dieb. Mache ich auf jeden Fall. Oh, ich will eigentlich nur so ungefähr. Ey! Muss ich vielleicht auf Karte gehen. Oh. Ich so sagen, das ist doch ein Pferd vor freier Wildbahn hier. Wo denn am besten? Bei dem Reuterhändler, also bei der Reuterding vorbei. Ein wenig glitscht die Sachen hier so durch die Gegend, ne? Wie das Pferd. Aber okay. Die Gegner manchmal so überstark sind, ist halt auch so, ne? Halt so. Ganz schwach. Dann kann man mein Schwert heben. Ja, wollen die beiden Banditen, da habe ich oft gegen gekämpft und geflucht und oh, echt böse. Böse Dinge gesagt. Deswegen habe ich es dann ja weggelassen.
Aber dann habe ich es komischerweise direkt beim ersten Mal geschafft. Ne? Ein bisschen Pause gemacht, durchgeatmet und dann ging es auf einmal. So, ich hoffe, wir sind jetzt am richtigen Weg. Ich hoffe, dass wir dann endlich die Hehler freischalten. Ich den Kram nie los. Nest. Nur da dran. Nest. Nest. Dinger nicht auf der Minimap da oben angezeigt werden, auf dem Radar, ne? Verstehe ich nicht. Na egal, suchen wir irgendwann. Die Rataya-Wälder haben wir entdeckt. Können wir da den Hauptmann besuchen und sagen, hey Hauptmann, guck mal, wir leben noch und wir sind jetzt im Gefolge vom Herrn Ratzig. Ist das nicht toll? Ja, bestimmt Ärger, weil wir abgehauen sind erstmal. Guten Tag. Dorfbewohner, wo ist der Bauer? Da ist der Müller, der Müller. Komm her, du Müller. Glück und Gesundheit. Ja, ich hab was für dich. Peschek, der Rataya Müller, schickt mich mit diesem Ring. Ein Ring? Hier ist er. Nutzloser Plunder. Du bist sicher Heinrich, was? Peschek hat von dir gesprochen. Was zum... Warum wirfst du ihn weg? Hast du eine Ahnung, wie schwierig es war, ihn zu beschaffen? Peschek sagte, er wäre dir wichtig. Nur Plunder, wie gesagt. Er hat dich bloß auf die Probe gestellt, weil er sehen wollte, ob du die Eier hast, für uns zu arbeiten. So machen wir das nun einmal mit den Grünschnäbeln. Wir müssen schließlich wissen, ob du auf sinnlosen Prinzipien beharrst oder deinen Kopf benutzt. Ich gratuliere, du hast bestanden. Nun hätten wir ein paar Aufträge für dich. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Niemand wird sie mir abkaufen. Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln, ist ein Verbrechen. Aber wenn sie wertvoll sind, kann ich mich drum kümmern. Nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte ihn für dich aufbewahren. Und du bekommst einen Finderlohn. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde, kann ich es zu dir bringen, damit du es aufbewahrst? Und ich bekomme Silber dafür? So sieht's aus, Bursche. Ich habe hier Dinge, die ihren Aha, mal. Hab ich? Hab ich nicht. Hab ich nichts dabei? Ey, hier ist ein Dolch. Ich nehme einen Dolch. Ah, ein Dolch, damit kann ich jemanden meucheln. Nur 13. Wer braucht einen Schlüssel? Muss ich erstmal lesen lernen. Er hat nur 500. Ich hoffe, der kriegt regelmäßig neues Geld, weil ich werde viel klauen. Richtig viel. Hast du sonst noch was zu erzählen oder sagst du das von Aufträgen? Kann ich irgendwie behilflich sein? Du kommst gerade recht. Es gibt da so eine Sache. Ich habe ein Hühnchen mit dem Kommandanten der Thalmberger Garnison zu rupfen und will's ihm heimzahlen. Wie du vielleicht weißt, ist Robert von Thalmberg ausgesprochen pingelig, was die Ausrüstung betrifft. Der Hauptmann Herr Robert? Ich bin verwirrt. Sag mir einfach, was du von mir willst. Es ist so. Du sollst in die Rüstkammer von Thalmberg einbrechen und ein paar Wappenröcke mitgehen lassen. Ah, und wenn Herr Robert rausfindet, dass Ausrüstung für seine Wachen fehlt?
Er wird sich den Kommandanten vorknöpfen, der als einziger die Schlüssel hat und für die Sachen verantwortlich ist. Wenn Robert rausfindet, dass vor seiner Nase etwas verschwindet, wird er ihn auspeitschen lassen. Und ich bekomme meine Genugtuung. Klau mindestens 5 Wappenröcke, damit's Rambazamba gibt. In Ordnung. Was soll ich mit den Wappenröcken anstellen, wenn ich sie habe? Ich verbrenne sie, damit's keine Beweise gibt. Aber lass dich bloß nicht erwischen. Okay. Immer Wappenröcke stehlen oder so. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind jetzt hier in der Ecke. Nach Norden. Dann die Wappenröcke. Anderer. Ah. Das verpasst mir eines in der Stadt. Nimmst den Reichen, gibst den Armen. Müssen wir auch noch machen. Gut, reisen wir erstmal weiter Richtung Norden. Nur so ein paar Wölkchen aufzudecken. Halten wir einfach querfeld ein. Straße entlang. Wer ist denn wie mir? Ach, ist doch nicht schön. Pferdchen ist schon was Feines. Ein Nest. So ein Unfallort? Ne. Da ist ein Nest. Mal bei Gelegenheit. Mal wieder hier vorbeikommen. Wenn wir ein Lager finden, könnten wir wahrscheinlich mal langsam rasten. Dunkel. Da vorne eine Hütte. Können wir hier rasten. Eine gute Frau. Dorfbewohnerin. Dorfbewohner. Toll. Okay. Hey, was glaubst du, was du dazu? Was haben wir denn da? Ist schon gut, ich bin ja schon wieder weg. Ich darf mal nicht schlafen. Naja, lass den armen Typen ruhig draußen pennen. Santo. Wo denn? Hier ist doch kein interessanter Ort. Ja, egal. Wird sich schon irgendwann zu erkennen geben, der interessante Ort. Schön so am Fluss entlang reiten. Bin jetzt wieder. Ledetschko. Ledetschko. Ist das richtig? Das alles feindliche Leute hier oder? Kommen wir hier mal vorbei. Ich bin ganz ehrlich in die falsche Richtung. Ich weiß, ich muss nach Norden. Könnten wir nächtigen und wieder irgendwo ein Lager oder ein Gasthaus. Und wir haben auch schon den ersten Laden. Ein Wurstladen. Fleischerei. Ist der einer? Einer ist da. Dann ist das hier der Ladentyp, der alles kauft.
Der hat so Hackengas und der auch. Damit kommst du nicht durch. Also den Dieb. Ich habe nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Hier war mal noch was zu entdecken. Hier muss doch irgendwo eine Kneipe sein. Hier, das sieht nach Kneipe aus. Hüt dich Gott. Jeden Abend, wenn auch genug liegt. Diese Dörfer sind ganz schön. Guck mal da, die kämpfen. Ist nicht mein Bereich, bin ich nicht zuständig für. Unterkunft. Ah. Ah. Ah, schön am Abend erstmal ein Bierchen trinken. Bist der Wirt? Gib mir mal ein kühles Blondes. Glück und Gesundheit. Keller, bitte. Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Batzek veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Oh, nee. Und noch was. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hacken irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Und da ist noch etwas. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Der war sehr redselig, also. Die anderen sagen immer, red nicht mit mir. Könnte ich hier irgendwo schlafen? Da lässt sich sicher etwas finden. Für wie lange? Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Oh, zwei. Peitschen. Hier, nein, bitte. Ist okay. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. So, hätte ich gerne noch Bier. Bier oder ein Wein. Sind wir Weintrinker? Wir sind Biertrinker. Zwei Bier. So, wo ist mein Bett? Wo kann ich schlafen? Das ist leicht. Sobald du reinkommst, ist am Ende des Raumes zur Linken eine Tür, die zur Schlafkammer führt. Dort ist bereits alles für dich vorbereitet. Dankeschön. Mein eigenen Tisch. Ein Alleinetrinker. Festigkeit. So ein Humpen. Jetzt Trinkfestigkeit schon wieder. Gibt es tatsächlich Spezialisierungen im Trinken? Biertrinker. Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist topfen zu stark und macht dich dementsprechend schneller betrunken. Nicht mit Weintrinker kombinieren. Trinkgewohnheiten. Einfluss von Alkohol, zittern deine Hände 25% weniger. Deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Oh Gott, Alkoholiker. Säufer. Was alle gibt? Warum soll ich jetzt Trinker werden? Geh ins Bett. Stressig. Das ist auch wirklich meine Truhe. Jawohl, guck mal, hier ist meine Truhe. Also was hier... Ah, das finde ich gut. Habe ich dann im Inventar, was ich loswerden will. Platzkarte.
Hirschleder. Hole ich mir dann, wenn ich es lesen kann. Ich wackel. Euch ist noch eines nicht so. Gut. Komm mal, Nickerchen. Gehen wir auch mal relativ zeitig ins Bett, ne? Noch keine 20 Uhr, ey. 9 Stunden. Oh, Komfort 80, das ist gut. Schön komfortabel schlafen. Nur kein Alkoholiker werden. Zittern die Hände, wenn man nüchtern ist. Hat er ja gerade gesagt. Oder stand da ja gerade mit. Die letzte Stunde dauert immer etwas. Ein Frühaufsteher. Ah, ist noch dunkel draußen. Macht nichts. Aufstehen. War schön hier bei euch. Sehr zufrieden. Willst du, die arme Frau friert doch da. Ihrem kleinen Leibchen. Hier haben wir in dem Dorf alles entdeckt. Jawohl, haben wir. Ne, haben wir noch nicht. Da ist noch was. Festgeben. Unten dann auch noch was. Muss das Dorf noch an, bevor wir uns hier davon machen. Und dann haben wir es schon mal wenigstens entdeckt. Ne? Haben wir noch ein Dorf erledigt. Vielleicht der Bogenschießtyp, wie der Turnier veranstaltet. Bäcker. Er hat eine Aufgabe. Bäcker schläft, also muss er mit seiner Aufgabe warten. Ja, keine Fackel ist hell genug. Bei manchen Örtern habt ihr gehört, ne, muss man Fackel tragen, sonst kriegt man Ärger. Ach, da ist das Buch. Ich bin ja so schlecht im Buch. Schießstand. So ist denn die Dame hier so freizügig? Dame Waschfrau. Dann sind noch drei Dinger, dann haben wir alles entdeckt. Und nach Ratai wieder. Ja, das ist cool. Die ganze Karte aufgedeckt haben. Ein Hof, ein Gehöft. Ah, hier ist der Gerber auf jeden Fall. Ja, hier müsste der Gerber sein. Vielleicht doch. Hier. Der Schmied. Der ist aber gerade am Schlafen. Noch nie eine Waffe geschleift. Oder geschliffen. Und wie das geht. Die Waffe muss entlang der ganzen Schneide geschaltet werden. Dann wählt sie die gewünschte Stelle aus. Die Klinge muss korrekten Winkel zum Schleifstein halten. Ist der Winkel zu flach, wird die Schneide nicht geschärft. Ist der Winkel zu steil, machen wir sie stumpf. Guck. Oh Gott, dreh das Ding noch mal ein bisschen. Oh Gott, ich glaube, das war nicht gut. Ich habe keine Ahnung. Kenne ich das jetzt? Egal.
Wäre schön, wenn man selber noch schmieden könnte, aber man muss nicht alles selber können. Okay, Schmied, das war's, wir haben alles aufgedeckt. Dorf. Ist fertig. Immer weiter gen Norden. Am Questgeber. Ballenberg. Hier raus. Unser. Da ist du doch. Ah. Doch nicht nur im Norden. Da links. Ja, mein Pferd ist ein bisschen langsamer. Ich habe beim Reiten Packesel geskillt oder Packgaul. Das ist zwar jetzt ein bisschen langsamer. Kann dafür mehr tragen. Ist mir egal. Bei dem, was wir alles so mitschleppen, ich trage das besser. Den kann er über 200 tragen jetzt. Schauen wir das. Ja. Irgendwie haben wir es geschafft. Eine Straße hinter uns. Ja. Irgendwie müssen wir noch da im Norden kommen. Das ist der Weg. Ein paar Minuten machen wir noch und dann ist gut. Dann machen wir in der nächsten Folge hoffentlich Schitzke an. Uschitzke oder so. Ankommen. Suchen wir den hinkenden Heinz oder wie er da hieß. Habe ich schon wieder vergessen. Und schauen, wie die Story weitergeht. Oder. Ja, wir sollten ja alle stehen und liegen lassen und uns sofort darum kümmern. Ich glaube, das sagt er immer. Ansonsten fällt mir eigentlich auch soweit nicht sein. Wir könnten natürlich Banditen jagen. Haben wir eine Quest für. Da weiter. Hier ist ein Questgeber. Hat er es noch? Was ist noch aufzudecken? Ne? Also so wenig ist das gar nicht. Wer weiß, ob noch mehr kommt oder nicht. Weiß es nicht. Kommt noch eine Region dazu. Auf jeden Fall fallen mir die Kämpfe sehr schwer. Ich muss mal gucken, wo wir das skillen können. Schwertkampf skillen. Kann ich nur durch Benutzung machen. Ich finde ja kaum Gegner. Was bin ich von der Straße abgekommen? Nur so ein kleiner Trampelfahren. Denn hier da unten ist eine abgebrannte Hütte. Eine Minimap wäre nicht schlecht. Aber leider haben wir keine. Mindestens stimmt die Richtung. Irgendein Stockding oder wer da ist. Wildstock, ja. Da ist ein Lager, da waren wir schon mal. Hier sind überall Lager. Da ist Thalenberg. Kommen wir hier Richtung Thalenberg und dann da aus weiter Richtung Winske oder wie da ist. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, wie gesagt. Oh Mist. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge Kingdom Come Deliverance zurück. Haut rein.